allein. Ich fühle mich so allein. Früher war ich nicht so allein. Früher, noch bevor meine Freunde mit dem Fetterbau begonnen haben. Früher. Tja, das war meine Interpretation von einem Neuron mit demyelinisiertem Freundeskreis. Neurone sind ja Zellen, spezielle Zellen, die Information verarbeiten und auch weiterleiten können. Und unser Nervensystem besteht aus Milliarden solcher Zellen, die zu einem komplexen Netzwerk verbunden sind und es uns ermöglichen, zu fühlen, zu denken oder mir meine Hand zu bewegen. Wie bitte? Was Neurone, Fetterbau mit mir zu tun hat? Okay. Dazu möchte ich jetzt gemeinsam mit euch ein Modell bauen. Modell. Wir lieben Modelle. Wir lieben Modelle. Modelle sind unser Schatz. Die Leute warten. Du musst weitermachen. Okay. Entschuldigung. Passt schon. Meine Toolbox holen. Und wir basteln jetzt gemeinsam. Wir basteln jetzt gemeinsam eine Pyramidenzelle. Pyramidenzelle sind, wie der Name schon sagt, haben die Form einer Pyramide und sind in unserem Kortex, also in der Großhirnhinde, anzufinden. Eigentlich bauen wir ja nicht das Modell einer Pyramidenzelle selbst, sondern einen Querschnitt einer Pyramidenzelle. Dazu, wie gesagt, habe ich meine Toolbox mitgebracht. Wenn man eine Pyramide durchschneidet, dann erhält man ein Dreieck. Ich habe hier schon mal so einen Karton vorbereitet. Wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, da habe ich das letzte Mal in Graz schon gute Erfahrung gemacht, dass man es ansagt, ich habe hier schon Löcher vorgebohrt, also vergesst es nicht. Das heißt, ich nehme jetzt einmal diese Karton, klebe das zusammen und wir haben jetzt schon unsere Zellmembran. Das heißt, das ist die Zellmembran, das ist der Zellkern. Für jedes Informationsverwaltungssystem, die Verarbeitung wird ja in dieser Zelle hier durchgeführt, benötigen wir einen Eingang und auch einen Ausgang. Bei Neuronen ist der Eingang oben, der Ausgang unten. Aber Neurone haben nicht nur einen, ich habe Zweige mitgebracht für den Eingang, haben nicht nur einen Eingang, sondern Tausende. So. Und was auch noch dazu gehört, ist jetzt hier unser Ausgang. Wie gesagt, Neurone haben viele Eingänge, bis zu Tausende, aber nur einen Ausgang. Und dieser eine Ausgang, der spaltet sich dann auf und verbindet sich mit anderen Neuronen und formt eben unser zentrales Nervensystem. Die Kontaktstelle zwischen den unterschiedlichen Neuronen sind die Synapsen. Jetzt, wie funktioniert die Signalverarbeitung? Bei den Synapsen, oder fangen wir so an, außerhalb gibt es unterschiedlich geladene Teilchen, elektrisch geladene Teilchen, und über die Synapsen gelangen diese elektrischen Teilchen, diese geladenen Teilchen, über die Dendriten in die Zelle rein. Das wird aufgefüllt, wird ein gewisser Schwellwert erreicht, dann nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip öffnet sich hier die Tore und der Strom, der kann entlang des Axons, wie der Ausgang heißt, sich ausbreiten. Dieses gelbe Styroporrohr hier, das ist jetzt die Myelinscheide. Myelin, das ist eine fette Substanz, die wie ein Isolator wirkt. Und was jetzt passiert, wenn Sie ein Stromkabel oder wenn ein Stromkabel ohne Isolierung in eine Flüssigkeit legt und den Strom einschaltet, das kann sich jeder selbst gut vorstellen. Und übrigens, dieses Krankheitsbild ist auch unter dem Namen Multiple Sklerose bekannt. Vor Jahren hatte ich mal die große Gelegenheit, hier in Wien mit Personen zusammenzuarbeiten, die amyotrophe Lateralsklerose diagnostiziert bekommen haben. ALS, vielleicht einige von euch kennen ALS von der Ice Bucket Challenge letztes Jahr. ALS, dort werden die
Motoneurone betroffen. Das heißt, die Myelinschicht der Motoneurone, jener Neurone, die Muskeln ansteuern, degenerieren. Probanden, Patienten sind bei Bewusstsein, können fühlen, können sich aber nicht mehr ausdrücken, können nicht sprechen, haben keine Kontrolle über ihre Muskeln. Also in Analogie, es ist, eine Person ist im eigenen Körper gefangen. Und um diesen Personen wieder eine Stimme zu geben, das ist das Ziel meiner Forschung. Und wie gebe ich ihnen jetzt wieder eine Stimme? Durch sogenannte Brain-Computer-Interfaces. Das heißt, wir versuchen die Gehirnaktivität hier oben am Eingang zu messen, zu dekodieren und darauf Rückschlüsse zu machen, was jetzt da unten eigentlich rauskommt. Oder in anderen Worten, wir machen einen Bypass. Jetzt, wie kann das geschehen? Wir haben im Vorfeld schon was von Elektroden gehört. Eine andere Möglichkeit, wie Elektroden in das Gehirn zu stecken, ist das Elektroenzephalogramm von außen zu messen. Das heißt, durch diese Designerstücke hier, Elektrodengel kommt noch unter die Haube, kann man eigentlich mittels Elektroden, die hier angebracht sind, die Gehirnaktivität oder zumindest die Aktivität, die Ionen, die dort unten sich verschieben von der Zelle rein und raus, messen. Dieses Problem ist aber, wie man sich vorstellen kann, relativ schwierig. Der Sensor ist ja circa 2 Zentimeter über der Quelle. Da gibt es viel Material dazwischen, Flüssigkeiten, Knochen und was das Signal im Prinzip sehr verrauscht und auch sehr, sehr störanfällig macht. Wie man das vergleichen kann, ist Ernst-Happel-Stadium. Ich gebe Ihnen ein Mikrofon, Sie gehen in den Hubschrauber, 5 Kilometer Höhe und versuchen zu verstehen, was 2 Personen sagen. Wird nicht passieren oder es wird sehr, sehr schwierig sein. Was Sie aber detektieren können mit dem Mikrofon ist wahrscheinlich, wenn eines der Team, nehmen wir an, Rapid spielt gegen die Austria, ein Tor schießt und das halbe Stadion in Euphorie. Jetzt ist dann die Zeit mal aus, aber jedenfalls, mein Job kann man so beschreiben, als was ich machen möchte ist, wir möchten möglichst viele Neuronen anregen, gemeinsam eine Party zu feiern. Das heißt, ich bin im Prinzip ein DJ, der versucht, Neurone zu einer Party zu bewegen, die sich so laut schreit, die so laut mitspielen, dass man auch außerhalb des Schädels, außerhalb des Knochens die Party noch hören kann. Und in diesem Sinne, that in order to have the best dance party in the world.